So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr merkt, heute ein bisschen emotionaler, freudiger, sentimentaler. Das liegt daran, dass ich hier zwei Pakete von Röder Feuerwerk habe, wie ihr das seht. Und die werden wir jetzt mal aufmachen. Let's go! So Leute, willkommen zurück nach dem Intro. Der Grund, warum ich so leicht sentimental bin, ist, weil das einfach ein Sponsoring von Röder ist. An dieser Stelle ganz, ganz großes Dankeschön. Ich habe das nicht angefragt, das kam einfach so. Deswegen steht jetzt, ich glaube hier oben oder stand schon hier oben, bezahlte Werbung. Obwohl, ich blende einfach Werbung ein, ist aber nicht bezahlt. Ich kann nur die Sachen behalten, logischerweise. Nur, dass es als, ich sage jetzt mal, Produktplatzierung gekennzeichnet ist. Ich gönne Röder wirklich jeden Kunden, jeden Erfolg. Das ist, perfekt. Ist in meinen Augen wirklich der beste Shop für Feuerwerk und kein anderer Shop kann andersweise da mithalten. Ich bin wirklich seit mehr als 2 oder 3 Jahren schon glücklicher Kunde bei Röder und kann euch wirklich jeden kann ich diesen Shop empfehlen. Also ja, gut, genug gequatscht, genug, ihr wollt Feuerwerk sehen. Röder hat mir einmal den Silentium zur Verfügung gestellt. Alter, was ein Gerät, oder Lennart? Ist schon mächtig. Gönn dir mal 1900 Gramm NEM. Das ist fast komplett ausgelastet. Und es freut mich auch sehr, dass es nicht im Stahlkäfig ist. Bam. Guck, das ist doch nicht normal, Alter. Junge, das ist... Wow. Wahnsinn. Produziert anscheinend von Finest Fireworks, sagt mir gar nichts. Ja. Und ich denke mal, wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Paket. Numero dos, jetzt an der Reihe. Ich weiß gar nicht, was Röder sich hier hat auffallen lassen. Ich bin immer noch perplex, dass ich... Weiß nicht, also Leute, ihr müsst verstehen, ich fühle mich immer noch nicht als großer YouTuber. Jetzt mittlerweile 4000 Abonnenten oder schon mehr, wann das Video kommt, weiß ich nicht. Danke, recht herzlichen Dank. Aber ich fühle mich immer noch wie damals, als ich angefangen habe. Und dass ich sowas ermöglicht bekomme, ist einfach nur Wahnsinn. Wow, Alter! Krank! Ey, Wahnsinn! Wahnsinn! Also, Röder stellt mir hier anscheinend die ganze Billig- und Willig-Serie einmal zur Verfügung. Krank! Ich selber habe die mir nicht bestellt. Ich fand die, ganz ehrlich, nicht so krass auf den Effektvideos, aber... Das wird sich wahrscheinlich, denke ich mal, jetzt ändern, weil ich werde dann natürlich ein Testvideo machen und mich mal überzeugen. Ich sage euch natürlich die ehrliche Meinung. Die sind relativ günstig zu haben, deswegen auch der Name. Hatten wir hier die Nummer 1, die billig und willig Nummer 3. Allein schon, der Name ist einfach nur über Premium. Billig und willig Nummer 4. Und krass, ich habe das Gefühl, ja, dann ist, Röder meinte tatsächlich, die billig und willig Nummer 2 kommt noch Anfang Dezember. Aber wie es aussieht, ist die immer noch nicht erschienen. Krass. Na gut, dann werden wir erstmal die 3 hier zünden. Ja, haben wir hier noch eine Batterie. Die Blinkrülpser. Wer meine Röder-Bestellung gesehen hat, hat auch schon die Fischrülpser gesehen. Ich überzeuge mich jetzt auch nochmal von der Blinkrülpser. Bin ich auch sehr gespannt. Das Design und der Name ist einfach nur, also Röder wirklich, Liebe geht raus. Fridays for Fireworks. So, jetzt kann auch das Video gut weitergehen. Haben wir hier noch 2 geile Batterien. Einmal die Engelskotze Weiß Blink. Ja, ist eine schöne Schüttbatterie, eine schöne ruhige Batterie. Allgemein, alles ist hier ruhig, außer die Billig- und Willig-Serie. Richtig geil. Wahnsinn. Und zu guter Letzt haben wir jetzt neuerdings eine Batterie, die ich sehr geil finde. Die Sternstaub 2. Neuerdings, der glaube ich, produziert von Finest Fireworks. Das war vorher nicht so. Und krass, ey. Wahnsinn. Also wie gesagt, ich bedanke mich nochmal an Röder. Das war jetzt so ein kleines Unboxing. Der Wert des Unboxings liegt trotzdem schon weit über 100 Euro. Das ist geisteskrank. Also Röder, wirklich, das ist vielen lieben Dank. Wer weiß, vielleicht wird da mit Röder nochmal was auf euch zukommen. Ein paar Gutscheine oder so. Man weiß es nicht, aber... In dem Sinne bedanke ich euch, Mann, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Stay tuned, bleibt dran und wir sehen uns. Pow!
Bye.